Sehr schön. Das wird die Schweriner Fans freuen, wenn sie so etwas sehen. Marie Kinscher erhöht zu 25:20. Und jetzt müsste es wohl, naja, schon eher mit dem Teufel zu gehen, wenn das hier nicht klappt mit dem Auswärtssieg. Treffer von Silvia Gehrig. In der 55. Minute verkürzt sie zum 21:25. Aber Schwerin holt die nächsten 7 Meter raus. Abwehr im Kreis entscheidet Schiedsrichter David Massa. Eine Sache, Sie wissen schon. Vier Wände Künzel und das macht sie ganz abgezockt. Neuer Spielstand 26:21 für die Damen aus Schwerin. Das war bereits ihr 4. verwandelter 7 Meter. Fehlwurf. Im Doppelpack. Erste wäre Gehrig, dann Anne Ruh. Nein. Katharina Hillmann. Die aber wenigstens einen 7 Meter rausholt. Und da versucht sich jetzt Janine Hetzer. Die kann den Ball unterbringen. Neuer Spielstand 22:26 in der 56. Spielminute. Naja. Mit viel Wucht der nächste Treffer von Schwerin. Das war die Nummer 9. Kerstin Felke, neuer Spielstand 27:22. Ja, Kerstin Felke und Wendy Künzel haben hier im Rückraum wirklich ein ganz starkes Spiel gemacht. Da hatte der MTV, der hier die nächste Chance vergibt, nicht genügend entgegenzusetzen, das muss man so sagen. Und hier der nächste Treffer. Julia Kluth hatte getroffen und im Gegenzug trifft auch Anne Rumland für den MTV. Neuer Spielstand 23:28. Freiwurf. Beim MTV inzwischen die dritte Rechtsaußen auf dem Spielfeld, Alexandra Armenath, auch eine der erfahrenen Spielerinnen, eine Linkshänderin. Und hier Wurfpech für Anna Haude. So bleibt es beim 23:28. 2 Minuten vor Spielende. Die kleine, aber schlagkräftige Schweriner Mannschaft hat hier das gezeigt, was man erwarten durfte.
Das Ergebnis ist nicht ganz so spektakulär wie beim Hinspiel. Aber das wird ihnen herzlich egal sein. Zumal der MTV wieder zweimal scheitert. Immerhin holt Silvia Gehrig einen 7 Meter heraus. Großartig ändern wird das nicht. Aber immerhin, Janine Hetzer hat die Chance, das Ergebnis noch mal etwas freundlicher zu gestalten. Und das tut sie dann auch. Sie verwandelt ihren zweiten 7 Meter Spielstand 24 zu 28. Noch eine Minute ist hier in Märkisch-Oderland zu spielen. Der Sieger, das ist längst klar, heißt Grün-Weiß Schwerin. Ja, noch einmal 7 Meter. Wenn die Künze es nicht zu stoppen und obwohl sie gefoult wurde, tritt sie selbst an, spricht fürs Selbstvertrauen. Was soll man dazu sagen? Das ist einfach nur gut. Sie erzielt den Treffer zum 29 zu 24 und das ist gleichzeitig der Schlussstand. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft von Grün-Weiß Schwerin, die hier gezeigt hat, dass sie zu den Top-Teams in dieser Liga gehört. Man freut sich über den Erfolg in Alt-Landsberg. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben nicht zu sehr gelitten unter meinem Kommentar. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich wünsche Ihnen mit Ihrer Mannschaft Grün-Weiß Schwerin weiterhin viel Spaß. Sie waren hier eine sehr attraktive Mannschaft und wir werden das mit Interesse verfolgen und schauen, ob das große Ziel Aufstieg in die dritte Liga gelingt. Das Zeug dürfte die Mannschaft dafür haben. Ich verabschiede mich aus Alt-Landsberg und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß am Frauenhandball. Tschüss, vielleicht bis irgendwann einmal. Das ist das Endergebnis zwischen MTV Alt-Landsberg und SV Grün-Weiß, die erste Mannschaft im Frauenbereich. Nun zu den Gastgebern. Ein kurzes Statement zum Spielverlauf. Wie hast du es aus deiner Sicht gesehen? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an Schwerin, an ihren Trainer Andreas Bartlau. Wir sind erstmal relativ zufrieden mit diesem Spiel. Wir haben uns gegenüber dem Vorspiel, gegenüber dem Hinspiel, haben wir uns um eine Klasse verbessert, denke ich mal. Sagt erstmal das Endergebnis aus, dass wir nicht mehr mit 14 verloren haben, sondern bloß noch mit 5. Ist eine deutliche Steigerung unsererseits. Dann glaube ich, dass wir für unsere Verhältnisse eine gute Leistung geboten haben. Mit einem Manko. Wir haben die Bälle vorne nicht reingemacht. Ja, wir haben sie nicht reingekriegt und das war der Unterschied. Die Rückraummitte von euch, die war natürlich überragend. Die hat alles eingefädelt. Wir haben sie zu keiner Zeit des Spiels in den Griff gekriegt. Und das war, glaube ich, der Unterschied heute. Ja? Okay, Andreas. Hinspiel ist eindeutig ausgegangen. Dieses Spiel war doch über Zeiten auch ein bisschen spannend geworden. Wie siehst du das Spiel aus deiner Sicht? Ja, erstmal muss ich meinen Damen sagen, also ich hatte vor dem Spiel gesagt, das wird nicht so ein Ergebnis wieder zu erzielen sein, wie wir das im Heimspiel hatten. Und demzufolge sind wir auch gerüstet hierher gefahren. Hatten natürlich durch ein paar Verletzungen und krankheitsbedingte Ausfälle heute nur 9 Feldspieler zur Verfügung.
Demzufolge muss ich meiner Mannschaft noch ein gutes Kompliment machen, wie sie sich hier heute verkauft haben. Und letztendlich haben wir, ich sag mal, verdient gewonnen. Und unser großer Rückhalt war heute Anna Pöschel im Tor. Ganz klare Sachen vor hinten abgebissen. Und das war die Grundlage für unser Spiel heute. Gut, wie sieht für euch die Zukunft jetzt aus? Grün-Weiß ist jetzt erstmal passé, jetzt kommen die nächsten Gegner. Wo geht's da für euch hin? Ja, wir haben gerade unserer Mannschaft in der Kabine gesagt, Schwerin ist für uns nicht der Maßstab. Die sind doch einen Zacken besser. Man sieht es in den individuellen Aktionen auch, dass sie noch mit einem anderen Speed ankommen als wir. Da haben wir noch zu arbeiten mit unseren jungen Spielerinnen. Aber wir sind da guter Hoffnung, dass wir uns hier weiterentwickeln können. Und in Zukunft wollen wir natürlich die Mannschaften, die auf Augenhöhe sind mit uns, gegen die wir in der Hinrunde knapp verloren haben, wie Mecklenburg, die wollen wir einfach schlagen. Das haben wir auch drin, das Zeug, und wir wollen nicht mehr allzu viel verlieren und Saisonziel wird 5. Platz sein. Okay, bei euch angestrebte Ziel wahrscheinlich 3. Liga oder wie sieht es da aus im Moment? Ja, natürlich, das hat der Verein gesagt, es soll passieren, dass wir wieder zurück in die 3. Liga sind. Aber dafür ist noch viel zu tun. Wir haben jetzt nur noch 2 Auswärtsspiele, das ist Friedenau und Potsdam. Demzufolge haben wir sehr, sehr viel zu Hause, da können wir viel entscheiden. Unter anderem haben wir nächstes Wochenende ein ganz, ganz schweres Spiel gegen den FAC. Und ja, da werden sicherlich schon die Weichen gestellt, in welche Richtung es gehen soll. Gut, noch eine Frage zum Schluss. Beste Spielerin bei SV Grün-Weiß, Schwerin, von deiner Sicht aus? Ja, zum einen natürlich die Rückraummitte und zum anderen die Torhüterin, die unseren Spielerinnen doch in Reihe Glas zu Chancen abgekauft hat. Die beiden waren sicherlich spielentscheidend heute, aber natürlich Schwerin ist in der gesamten Mannschaftskonstellation doch noch einen Zacken besser als wir. Die sind individuell. Wenn wir versucht haben, die Mitte rauszunehmen, dann hat eben der andere das Tor gemacht. Es ist schon eine gute Truppe und da braucht man sich nicht verstecken, da braucht man auch nicht sauer sein, wenn man hier verliert. Wir hätten es gern ein bisschen knapper gehabt, aber letztendlich verdienter Sieger und gegen eine gute Mannschaft verloren. Für uns bricht die Welt hier nicht zusammen heute. Okay, Andreas, aus deiner Sicht, beste Spielerin beim MTV? Also ich hätte heute gerne Stefanie Zase gesagt, aber ich hatte meiner Mannschaft gesagt, dass es nicht wieder so sein kann, dass sie 10 Tore gegen uns wirft. Das haben sie heute ganz gut abgestellt. Ich finde sie trotzdem, auch vom Alter her, ist eine ganz interessante Spielerin, die hat noch die Zukunft vor sich. Okay, noch ein kurzes Wort an unseren heutigen Kommentator, den Jürgen Sellers. Ich finde, er hat seine Sache gut gemacht und hat unsere Ohren überhaupt nicht geschmerzt.